und werde. Mein Minecraft läuft auf der 1.19.2. Oh nee. Seht ihr die? Warte. Das waren gerade eine Stunde AFK-Zeit, mindestens. Ja, das ist schon heftig. Also wir haben jetzt zwei Doppelkisten, also fünf sogar. Wir haben 2,5 Doppelkisten, lol. Dann haben wir jetzt 2,5 Doppelkisten und ich habe mal so 5 Stacks, glaube ich. Ich will euch nochmal die Schalker-Farm zeigen. Guck mal, also wir haben hier auch ein riesiges Lagersystem gebaut, was komplett unnötig war. Aber kann mal jemand ausrechnen, wie viele Schalker-Kisten das sind? Warte, wir rechnen das jetzt kurz noch aus. Das wäre pro Schalker-Kiste. Dann das Ganze mal 54. Und das Ganze dann mal 4,5 Doppelkisten. Und das dann durch 2 für die Schalker-Kiste an sich. Das heißt, wir haben 209.000 Schalker-Kisten. Ja, und mit den Trichtern hinten sind es 227.000. Ich glaube nicht mal, der Ember Palace hat in Gesamtblockmenge 227.000 Schalker-Kisten. Blöcke meine ich. Neuer Tag, neues Glück. Also was heißt die Walls? Die Pfosten, die Pfeiler sind durch. Das müssten um die 6.000 Blöcke gewesen sein, die wir hier gestern platziert haben, Holzblöcke. Und dazu habe ich einen automatischen Furnace gebaut. Und dieser automatische Furnace hat schon mal glatten Sandstein durchgebraten, den wir heute ganz aktiv brauchen werden. Und dann habe ich gestern noch Endstone gefarmt. Wir werden weitermachen und Etage 1 hoffentlich erstmal fast beenden. Wir werden heute hier die Wände hochziehen im Prinzip. Dann werden wir die Fenster direkt mit einbauen. Und wenn die Fenster drin sind, dann wird Glas geholt. Ich denke mal, eine Doppelkiste wird reichen. Eine Doppelkiste hellgraues Glas. Diese Doppelkiste werden wir dann auch verbauen, dass im Prinzip die erste Etage abgeschlossen ist. Mit deutlicher habe ich darüber philosophiert, wie wir den Ember Palace weiterbauen. Und was am schlauesten wäre fürs Lagersystem. Und haben diskutiert darüber, wie wir das machen mit dem World Eater und dem Lagersystembau. Einfach, weil ich so süchtig bin, weil ich so scheiß süchtig geworden bin, Alter. Ich kann nicht mehr arbeiten mit dem Gedanken, okay, die Zeit vergeht sowieso schnell, weil ich arbeite. Sondern ich arbeite mit dem Gedanken, wann bin ich hier raus? Wann bin ich hier raus? Ich will zocken, ich will nach Hause. Und ich weiß nicht, ob das so gut ist. Hier kann ich es jetzt nicht bauen, weil das sind ja die Eingangdinger. Das weiß ich noch nicht, wie das geht. Das gucken wir uns dann zum Schluss an, aber wir bauen jetzt im Prinzip hier die Wände. Die Wände mit den Fenstern. Ich habe so vergessen, wie geil es ist, in Survival Minecraft was zu bauen, was geil ist aber. Also was so groß ist, also der Grund, dass es Survival ist, macht es für einen selber auch nochmal so viel cooler. Also so viel cooler, als wenn man das jetzt in Creative bauen würde oder einfach designen würde, was weiß ich. Farm bauen ist auch geil, nein, Digga. Also ich fühle mich bei dem hier 10.000 mal geiler als bei einer Farm. Real Talk. Es nimmt aber schon alles Form an, Chat. Es nimmt wenigstens schon Form an. Chat, habt ihr eigentlich an Silvester irgendwas schon geplant, was ihr macht? Feiert ihr Silvester mit eurer Familie oder mit euren Freunden? Als ich noch jünger war, habe ich nur mit meiner Familie gefeiert zum Beispiel. Dieses Silvester wäre das erste Mal, dass ich was mit meinen Freunden gemacht hätte. Aber ich muss ja arbeiten. Deswegen wird es sowieso schwierig. Minecraft spielen, oh, Bruch, oder? Habe ich 2 Jahre an Silvester auch gemacht und ich habe mich immer schlecht gefühlt danach irgendwie. Also man denkt immer so, yo, ich spiele doch Minecraft, ist doch voll geil. Und dann sitzt du aber abends, währenddessen alle draußen sind, unterwegs sind, du alle Leute feiern siehst, sitzt du so zu Hause am PC und denkst dir so, fuck, Mann. Bin ich eigentlich richtig in dieser Welt? Ja, und dann am nächsten Tag wachst du auf und denkst dir, fuck, jetzt wieder eine Runde Minecraft, aber trotzdem. Silvester übel wack finde ich gar nicht. Also ich finde, ich habe Angst vor Feuerwerk. Also ich habe wirklich Respekt, sehr krass Respekt vor Feuerwerk. Und finde es ein bisschen dumm, dass wir Menschen Dinge in die Luft jagen, was eigentlich nur explodiert und wir uns alle daran ergötzen, wie cool das doch ist, dass die Sachen in die Luft fliegen. Aber ich kann es auch nachvollziehen, warum man es gerne feiert. Und ich feiere halt einfach den Vibe so, yo, bis nur wach bleiben, dann zusammen anstoßen, feiern, gute Zeit erleben. Für mich ist jeder Tag gleich. Ob Weihnachten, Ostern, Silvester, neues Jahr, neue Woche, neuer Monat, ist für mich alles gleich.
Ich lebe einfach alles durch. So. Also die Grund, also diese komischen halbrunden Fenster haben wir jetzt fertig. Und jetzt kommen hier bei den außenstehenden Seitenabteilen, also hier, die viereckigen Fenster rein. Und wenn die viereckigen Fenster in die Grundwände stehen, dann bauen wir die Details. Chat, ich will nächstes Jahr unbedingt schwimmen lernen. Ich stell mir mal vor, wie ich auf einem Boot bin und oder eine Überflutung kommt. So eine richtige Flutwelle, Digga. Die kommt auf mich zu und ich weiß, ich kann nicht schwimmen. Und dann kann ich mich auch nicht retten. Ist doch viel besser, wenn ich weiß, okay, ich kann sowieso schwimmen. Also okay, mir sollte dann der Ozean Angst machen, wo das Boot untergeht oder der See oder Fluss oder wo auch immer das Boot untergeht. Aber ich muss ja trotzdem relativ ruhig sein können, um reagieren zu können, da ich zum Beispiel in ein Rettungsboot mitkomme oder so. Und wenn ich halt nicht schwimmen kann, würde ich mir ja vorher schon so krasse Panik schieben, dass ich gar keine Möglichkeit mehr hätte, mir ein Rettungsboot zu suchen. So, es gibt so viele Arten zu sterben, die okay sind, so wo man sagen kann, okay, komm. Komm, wenn ich so sterbe, dann bin ich halt tot. Es ist so, aber ertrinken? Ertrinken ist auch so würdelos, Alter. Gehst du nie mit Freunden im Sommer baden? Ich war jetzt einmal im Sommer mit meinen Freunden am See, aber da bin ich halt nicht ins Wasser gegangen. Eben halt aus dem Grund, dass ich nicht schwimmen kann, Digga. Habe ich gesagt, Jungs, du, lass mal. Aber die Jungs ist auch, dass ich nicht schwimmen kann. Deswegen wollen die mir das auch unbedingt beibringen. Aber ich will nicht, also keine Ahnung, ich finde es todunangenehm, an einem öffentlichen See schwimmen zu lernen. Das ist, boah. Ganz ungern würde ich an einem öffentlichen See schwimmen lernen. Ich habe dann noch die Mauern weitergebaut und dann etwas später auch von diesem Kistenlagersegment einen guten Teil, ich würde sagen ein Viertel abgerissen. Einfach weil die Kisten halt komplett leer waren und ich dachte, komm, dann hauen wir die gleich weg. Und danach war ich mit den Grundwänden fertig. Wir haben alle Fenster, Grundrahmen platziert. Alles ist durch. Das sieht auch schon wieder so krass geil aus einfach. Geil. Das ist schön. Dann werden wir jetzt nur noch die Türrahmen bauen. Die Türen bauen wir erst später. Die Türen bauen wir, glaube ich, zum Schluss. Aber die Türrahmen bauen wir jetzt noch. Und wenn wir die Türrahmen haben, machen wir die ganzen Details. Türrahmen, wir müssen insgesamt 8 Türen bauen, glaube ich. 3 Stück hier, 3 Stück da drüben, eine da und eine da hinten. Chat, bitte einmal mitschreiben. 3 Block, 1 rechts. 3 Block, 1 rechts. Ich mache mir mal trotzdem noch ein Bild zur Sicherheit. 1, 2, 3, 1. Und hier wäre dann die Tür. Checkt ihr eigentlich? Checkt ihr gerade, Chat? Checkt ihr, dass wir gerade... Wir bauen gerade den Eingang vom Ember Palace. Prinzipiell. Das Grundgerüst für den Eingang vom Ember Palace bauen wir gerade. Versteht ihr das überhaupt? Für das Gebäude, was gefühlt jeder deutsche Minecraft erkennen sollte. Glaubt ihr, Ember Palace ist ein bekannter Begriff mittlerweile? Könnte man schon in Duden eintragen eigentlich, oder? Kommt alles noch. Und dann mache ich so ein Edit da draus, wenn es fertig ist. Wie ich hier so... Oh, warte, müssen wir das wegmachen? So. Weißt du, dann laufe ich hier so lang wie jetzt, so, so. Und dann kommt jetzt ein Schnitt. Und dann bin ich drinne. Ach so. Oh, und, oh. Ach so, lol. Die ersten 3 Blöcke sind aus Sandstone. Sieht man das? Erkennt man das? Erkennt man sowieso nicht. Aber die ersten 3 Blöcke sind aus Sandstone. Ich habe auch auf YouTube immer versucht, wirklich alles zu zeigen. Also wirklich alles, was ich irgendwie auf der Welt gemacht habe, immer. Das wird jetzt ein bisschen weniger, weil ich ja eh alles streame. Und ich auf YouTube im Prinzip nur die Zusammenfassungen, wirklich die absoluten Zusammenfassungen hochladen will. Aber, ja. Mittlerweile sieht es aus, als würde wirklich ein Haus entstehen, ne? Mittlerweile. Guck mal, wir haben jetzt hier diese Grundwände im Prinzip fertig. Wir gehen mal auf die Ember Palace Welt ganz schnell. Genau, wir bauen jetzt diese Details hier. Das ist im Prinzip nicht schwer. Half-Steps, 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 ihr seht's. Und Treppe mit Half-Steps. Das machen wir erstmal wieder bei allen halbrunden Dingern. Und bei denen in der Mitte machen wir es dann so hier. Das hier wird ein bisschen kompliziert vom Placen her. Ja, das wird ein bisschen doof, aber auch das kriegen wir hin. Und wenn die Details fertig sind, kommt das hier. Und das hier... Das. Also das hier sind random Blockkombinationen. Also das hier ist richtig. Ich glaube, das hier ist noch falsch. Dann hast du hier im Prinzip 2 Blöcke Platz. Und hier hast du immer 2 Blöcke im Prinzip dazwischen. Und die Treppe kommt auf der Höhe des Half-Slips hin, heißt hier. Ja, und das wäre dann im Prinzip das fertige Fenster ohne Glas. So wie es hier jetzt steht. Heftig. Ich habe mir immer gedacht, damals, als ich so eine Musik wie die gehört habe, habe ich mir immer gedacht, da habe ich gerade meinen Führerschein gemacht für Auto, aber für Auto. Wenn ich meinen Führerschein habe, höre ich mir so eine Musik an, sitze im Auto, bin stolz auf mich und fange an zu weinen.
einfach vor Glück, dass ich den Führerschein habe. Und mittlerweile kann ich genau das, aber irgendwie catcht mich das nicht so emotional so krass. Ich weiß nicht warum. Als ich noch keinen Führerschein habe, habe ich mir den Moment voll krass vorgestellt, so Musik zu hören, Auto zu fahren, voll geil, voll krass. So zu realisieren, dass man jetzt einen Führerschein hat und es immer machen kann, wann man will. Aber irgendwie war der Moment nicht so krass, wie ich es mir vorgestellt habe, leider. Genau. Die Fenster, die halbrunden Fenster sind jetzt fertig. Jetzt fehlen im Prinzip nur noch die viereckigen vom Design her, dann können wir Glas dahinter klatschen. Glas ist, glaube ich, durchgebrannt jetzt, endlich mal. Ja, Glas ist komplett durchgebrannt. Auch mehr als genug, was wir dann benutzen können. Mal gucken, ob hier die Öfen... Genau, die sind auch durch. Mehr als genug Glas. Und dann machen wir jetzt das Design von den viereckigen Fenstern, das Äußere. Guck mal, wie krass es von drinnen aussieht, ne? Von drinnen, ich habe immer Angst, dass ihr den Progress von drinnen nicht mitbekommt, aber von drinnen... Guck mal, wie heftig das aussieht mit den Wänden. Und das ist die Größe von Airbus. Ich brauche einfach 3 Raketen, um hier durchzufliegen. 3 Stück. So krank. Das wird so ein riesiges Projekt. Dann ist hier jetzt... So, jetzt geht's los. Also, wir haben einen Block. Einen normalen Block. Dann haben wir noch einen normalen Block. Und dann haben wir noch einen normalen Block. Wir brauchen nur eine effiziente, schnelle Bautaktik. Dann ist es gar kein Ding. Ich brauche hier Treppen. Ich muss nach außen mich bauen. Anders geht's nicht. Ich muss mich rausbauen. Genau, dann muss ich so machen. Ah, das wird ganz scheiße. Das wird ganz, ganz scheiße. Ah, das wäre eine Idee, das von oben zu bauen. Das wäre eine Idee. Heißt, ich könnte immer bis hier bauen, könnte dann die Treppen hier unten durchsetzen, das ist kein Ding. Und könnte dann hier die Treppen langsetzen. Und könnte dann hier oben die Blöcke raufsetzen. Und das müsste theoretisch... richtig sein. Boah, sieht das geisteskrank aus, Alter. Das sieht so heftig aus. Ich glaube, ich bin auf einem guten Way. Das ist richtig, die Half-Steps sind gesetzt. So. Ist das identisch mit dem? Ich glaube, ja. Ich glaube, wir sind fertig mit den scheiß Fenstern. Da fehlt jetzt auch Glas und Sandstone außenrum, aber das ist easy und das macht Spaß. Nicht so wie das Design. Oh, das Design war jetzt echt anstrengend. Oh, fuck. Geil, Digga. Ist das geil. Ist das verdammt geil. Oh, das ist geil. Ist das fit? So, Chat, das erste Fenster des Amber Palace. Zack. Zack, Digga, da ist es, seht ihr das? Seht ihr das? Das Fenster. Cool, ein Fenster. Die Leute können gerne abstimmen, ob sie denken, dass wir mehr als eine Doppelkiste verbrauchen oder weniger als eine Doppelkiste an Glasblöcken. Jetzt so für die gesamten Fenster, die hier sind, für alle Fenster. Ob wir mehr als eine Doppelkiste oder weniger als eine Doppelkiste brauchen. Das Brot schmeckt nicht mehr. Das Brötchen ist auch schon 2 Tage alt, glaube ich, und das ist schon fast so, das ist schon so eklig hart. Kennt ihr das, wenn ihr mit einem Messer durch ein Brötchen schneidet, was ein bisschen älter ist und das Brötchen macht so Quietschgeräusche? Auf dem Level ist das Brötchen schon, was ich esse. Essen wegschmeißen macht man nicht, Chat. Schmeißt bitte kein Essen weg, nie. Zwängt es noch rein, bis ihr kotzt, bevor ihr es wegschmeißt. Essen wegschmeißen ist grässlich. Es ist das Ekelhafteste, was ich jeden Tag erleiden muss. Ich muss jeden Tag, wenn ich auf Arbeit bin, muss ich eine blaue Tüte voll mit frischem, gutem Essen wegschmeißen. Was keiner mehr danach essen wird. Und seitdem weiß ich, dass ich nie Essen wegschmeiße. Also nie. Ich habe, glaube ich, seitdem ich das machen muss, habe ich nie wieder Essen weggeschmissen. Und mir lieber weniger genommen als zu viel. Immer. Und in Restaurants bestehe ich darauf, dass es mir eingepackt wird. Und wenn die sagen, dass es nicht geht, dann sitze ich da, bis ich es aufgegessen habe. Ist mir egal. Hauptsache Essen auf Essen. So, gucken wir mal ganz kurz wegen den Fenstern. Ich glaube aber, sie sind alle eingesetzt, wa?
Chat, wenn euch irgendwo was auffällt, irgendeine Lücke außer die Türen. Ich glaube aber, es steht soweit alles. Alle Fenster eingesetzt. Jetzt können wir die Wette auswerten. Das ist Survival. Das ist scheiß Survival. Scheiß Survival einfach. Ich glaub's nicht. Das sieht so surreal auch irgendwie aus. Ja. Die unter eine Doppelkiste gewonnen, haben gewonnen. Ganz klar. Ohne Reden sogar. Guck mal, ich kann's auch mal genau aufteilen. Und dann hatten wir ja noch 4 oder 5 Stacks, die wir noch im Inf hatten. Bedeutet, die werden jetzt bis hierhin wäre es noch. Bedeutet, wir haben noch 1,5 Doppelkisten von 2 offen. Bedeutet, wir haben eine halbe Doppelkiste, ein bisschen mehr als eine halbe Doppelkiste benutzt. Also die, die weniger als eine Doppelkiste gesagt haben, haben gewonnen. Hätte ich aber selber nicht mitgerechnet. Ich hätte gedacht, dass wir mehr als eine Doppelkiste brauchen, habe ich ja schon gesagt. Wir brauchen wirklich nur für eine Etage eine halbe Doppelkiste Glas. Dann habe ich ja schon genug Glas. Mehr als genug Glas sogar.